Heute ist der Adventmarkt im Bojahaus. Es ist eine der ersten Veranstaltungen in der Vorweihnachtszeit im Wiener Neudorf und hat schon Tradition. Sehr viele Wiener Neudorfer kennen das Bojahaus, kennen die Produkte, die hier erzeugt werden und feiern mit uns sozusagen die Einstimmung auf diese stille Zeit, auf diese Zeit, auf die sich alle Menschen und im Besonderen aber Menschen mit besonderen Bedürfnissen sehr freuen. Das Bojahaus existiert jetzt in Wiener Neudorf, denke ich, seit 5 Jahren. Wir sind ein Bestandteil der Gemeinde geworden, was uns sehr freut. Wir haben viele Freunde hier in Wiener Neudorf gefunden und fühlen uns hier im Klosterpark sehr wohl. Das ist unser Begrüßungs. Und im Namen der Sektion Mödling freut es mich, dass so viele den Weg zu uns hierher gefunden haben. Sehr viele vertraute Gesichter, die fast schon zur Familie der Lebenshilfe gehören. Ein herzliches Danke, dass ihr uns so die Treue haltet, dass ihr mit uns einen Weg geht, auch hier in Wiener Neudorf, einen Weg der Inklusion. Vielleicht finden wir mal ein anderes Wort für Inklusion, wo sich auch viele vorstellen können, was wir möchten. Wir möchten niemanden am Rande stehen lassen. Wir möchten Menschen, ob mit oder ohne Behinderung, Menschen, die hier in Österreich geboren sind oder die aus einem anderen Land zu uns nach Österreich gekommen sind, alle hier in unserer Gemeinde willkommen heißen. Und dafür möchte ich der Wiener Neudorfer Bevölkerung und euch allen ein herzliches Danke sagen. Das ist nicht selbstverständlich und darauf können wir stolz sein. Als möchte ich jetzt sagen, Angehörige der Familie Lebenshilfe, möchte ich euch in unserem Namen schon jetzt ein frohes Weihnachtsfest wünschen, eine schöne Adventzeit wünschen und viel Gesundheit fürs neue Jahr und haltet uns weiter die Treue. Bürgermeister Ingenieur Christian Wörleitner hat es sich nicht nehmen lassen, die Eröffnung des Advents hier im Bojahaus auch mit zu besuchen. Ja, zuerst einmal muss ich sagen, dass dieser Adventmarkt hier im Bojahaus ein sehr schöner Adventmarkt ist. Großartig. Wirklich sehr schöne Gegenstände, die wir hier für die Adventzeit erstehen können. Ja, ich habe schon einige Termine heute hinter mich gebracht. Ich war schon in Wilhelmsburg, war schon bei der Eröffnung unseres Adventmarktes der SPÖ-Frauen. Bin jetzt hier und bin dann noch bei weiteren 2 Abendveranstaltungen. Ja, das ist halt so in der Adventzeit. Macht aber sehr viel Spaß und vor allem, wenn die Menschen, die ja diese Veranstaltungen alle sozusagen organisieren, sich sehr viel Mühe geben, dass hier eine schöne Stimmung herrscht und das ist einfach wunderschön. Da geht man natürlich sehr gern her. Feliz Navidad, ale! Feliz Navidad, pa pa pa.
Der Präsident der Lebenshilfe Niederösterreich hat es sich natürlich ebenfalls nicht nehmen lassen, zum Adventbeginn hier im Bäuerhaus zu erscheinen. Ich werde ihn einmal fragen, ob er heute auch schon einiges hinter sich hat. Ja, ich war schon in Mödling drüben bei einem Weihnachtsmarkt. Zum Glück haben wir hier ja ein Candlelight, würde ich sagen, Veranstaltung. Ich finde es insofern sehr toll, weil überall gibt es Weihnachtsbasare, Weihnachtsmärkte, eine Inflation, eine Invasion. Und Gott sei Dank ist dieser alte Begriff des Candlelights wieder da. Das gefällt mir. Und es gibt natürlich so viele gute Sachen zum Essen. Leider Gottes muss ich permanent abnehmen. Aber die Schaumrollen, da komme ich einfach nicht vorbei. Die muss ich hier essen, auch wenn ich noch so abnehmen möchte. So, jetzt haben wir den Florian getroffen. Der steht hier in der Kälte vor der Türe und der hat einen riesen Häfen und Semmeln. Jetzt werden wir mal fragen, was er denn so anbietet heute. Nimm's in die Hand und so weiter. Ich anbiete Bohnengulasch von allen Leuten, von Orten Abend. Von generellen Abend von uns, da legen sie für Bäuer. Ja, wir veranstalten diesen Adventmarkt bereits zum 12. Mal, sage ich jetzt einmal. Ja, wir haben sehr viele Aussteller hier, die sehr viele handwerkliche Sachen hier gebastelt haben. Und ja, das ist sehr gut besucht, muss ich sagen, wo wir sehr zufrieden sind. Liebe hübsche Dame vor mir, die also den schönen Stand betreut. Und jetzt frage ich Sie einmal, ob das Geschäft heute schon ganz gut gelaufen ist. Und gestern war ja auch schon Markt. Also momentan läuft es gut. Ja. Gestern ist es auch schon sehr gut gelaufen. Wir sind sehr zufrieden. Also wir haben sehr ausgefallene Marmeladen mit Eigenkreation. Zum Beispiel Schokobanane. Das war halt eine Spaßaktion eigentlich, daraus haben wir jetzt dann für den Weihnachtsmarkt und für Ostermarkt etwas gemacht und es sind viele Leute sehr begeistert davon. Einen weiteren Stand haben wir mit der Kamera besucht, der ganz besonders schön ist. Wir werden einmal die Dame dahinter fragen, wie die Geschäfte so bisher gelaufen sind. Ja, danke, ich bin sehr zufrieden. Ich habe Adventkränze gehabt und Gewürzstreuser, Gewürzsackerln, Gewürzherzen und bei mir geht es meistens immer gut. Wir haben Uhren, selbstgemachte Uhren mit Tiermotiven,
ja, Gestecke, alles, was das Herz begehrt.